Hallo meine Lieben, es geht wieder weiter mit Reisevideos. Ich bin wieder in Deutschland, der Rechner funktioniert wieder, das heißt, ich kann euch jetzt wieder Videos hochladen und es geht auch gleich mit Reise weiter, aber vorab möchte ich mich bei all denen bedanken, die meine Reise bisher so schön verfolgt haben, die es interessiert hat, was ich mache, die sich mit mir gefreut haben, die mit mir gelitten haben. Und deswegen habe ich es jetzt auch nicht in den Titel mit reingeschrieben, dass es eine Verlosung gibt, weil Verlosung zieht immer alle möglichen Leute an und dann schaltet plötzlich doch jeder die Videos an, einfach weil er was gewinnen will. Und das soll jetzt hier wirklich für die sein oder halt hauptsächlich für die sein, die sich für meine Reise interessieren und da gerne zugucken. Und ich muss jetzt hier erstmal, ich habe hier noch ein bisschen Chaos. Ich habe heute den großen Auspacktag, weil wir ja jetzt nochmal über Weihnachten in Bremen waren. Und muss jetzt mal gerade gucken, dass ich das alles zusammenwuseln finde. Also das hier, ja, es gibt ein paar Sachen zu gewinnen. Also einfach nur ein kleines Päckchen. Ich konnte jetzt auch nicht mega extrem viel aus Indonesien mitschaffen. Aber... Also, wir fangen mal an. Mit einem, ist ein bisschen verbeult vom Flug, mit einem Ginger Drink. Wer meine Videos kennt, kennt vielleicht auch dieses Pulver. Das ist ein Instant Ginger Drink. Und den hatte mir mal jemand aus Indonesien mitgebracht. Ich habe den so geliebt und dachte mir, okay, das ist zwar mega viel Plastik, dieses Ding, aber... Es ist ja eine kleine Portion und es ist einfach so lecker und ich wollte es einfach mal mit euch teilen. Also wer Lust hat, diesen Ginger Drink mal auszuprobieren. Der ist natürlich scharf, weil es Ingwer ist, aber es gibt deutlich schärfere. Also ich habe auch mal andere in Indonesien ausprobiert und das ist echt so der für einen Europäer eigentlich völlig in Ordnung ist. So, dann gibt es eine Bali Blumenseife. Und zwar ist die mit integriertem Lufferschwamm. Da sieht man auch innen drinne. Das ist so quasi übergossen und den könnt ihr super, die Seife super mit unter die Dusche zum Beispiel nehmen und da habt ihr dann immer mit dem Lufferschwamm auch noch ein schönes Peeling dabei. Und als Geruch habe ich Lavendel ausgewählt. Das war so das, was mir eigentlich am besten gefallen hat von den Düften. Jasmin wäre natürlich original Bali gewesen, weil da Jasmin ohne Ende wächst. Aber Jasmin ist so ein intensiver Geruch. Ja, das muss man halt echt mögen und deswegen... Das hier und, oh Gott, mein Akku ist gleich leer. Also, dann gibt es noch indonesische Räucherstäbchen, Sandelholz, das ist mein Lieblingsgeruch. Und. Es gibt noch Tee aus Singapur. Ja, und damit ist wirklich die Reise abgedeckt und ihr habt ein schönes, buntes Päckchen, wenn ihr gewinnen wollt. Alle Teilnahmebedingungen stehen in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit der weiteren Reise. Heute Nacht war richtig krasses Gewitter die ganze Nacht und der Himmel ist immer noch bewölkt. Ich bin gerade aufgestanden und das sieht dann ungefähr so aus und ja, er streckt sich dann bis hier rein, dass hier das Wasser gerade zusammenläuft. Also heute Nacht ging es echt ab und das Gewitter war auch genau über unseren Köpfen. Das war echt krass. Die Treppe ist auch noch nass ein bisschen. Vor allem weiter oben. Und hier mal ein kleines Beispiel, wie dann so ein Frühstück morgens hier aussieht. Oh, guck mal, da ist eine super süße Pupi-Schnecki. Oh, bist du süß. Ich zoome mal ran, damit sie nicht in ihrem Häuschen verschwindet. Und die ist richtig fix. Guck mal. Oh, die ist so süß. Nach dem Regen gibt es hier wahrscheinlich gerade wieder ganz, ganz viele Schnecken und Froschis. Ja, wie süß du bist. Ich jetzt noch wüsste, was Schnecken gerne essen. Die essen gerne Blätter. Aber in die Richtung, wo sie läuft, läuft sie von den Blättern weg. Schwierig. Thank you.
Also hier in Den Pasar ist es gerade richtig anstrengend mit Moskitos. Und ihr seht ja hier noch so ein paar Moskitostellen. Wir sprühen uns schon ein, reiben uns ein, aber es bringt halt nicht so richtig was. Also man vertreibt ein paar Moskitos, aber man kriegt trotzdem noch eine Menge Stiche. Also am ganzen Körper sieht man halt auch solche Quaddeln. Manche Stiche gehen auch einfach so weg. So, wir haben gerade den allerersten Stromausfall hier in der Anlage und das wundert mich ein bisschen, dass es nicht heute Nacht passiert ist, als es schwere Gewitter war, sondern jetzt am Tag, wo schon wieder die Sonne durchkommt, seit ein paar Minuten. Ich hätte ja gehofft, dass es heute bewölkt bleibt, weil wir jetzt gleich nochmal an den Strand gehen und ins Meer springen und ich auch mal Surfen üben möchte. Ich habe das letzte Mal bei meinem Freund einfach auf dem Brett gelegen und wurde angeschubst und bin quasi auf dem Bauch gesurft. Und es war so ein cooles Gefühl, vor allem dann wirklich bis vorne an den Strand, bis die Finnen sich in den Sand bohren. Und das möchte ich jetzt heute mal probieren, ob ich mich vielleicht sogar schaffe, drauf zu knien oder hinzustellen. Einfach mal testen und ja. Aber jetzt dick eincremen, dass wir nicht wieder einen neuen Sonnenbrand bekommen. Achso, ja, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar kommt heute endlich mal wieder die GoPro zum Einsatz, weil wir sie ins Meer nehmen, um euch einfach mal zu zeigen, wie schön es da ist. Und mal gucken, vielleicht können wir irgendwie ein paar Surfaufnahmen einfangen oder wie man durch eine Welle taucht oder irgend sowas. Ja, ich will es einfach mal testen, wie das so mit der Kamera aussieht und damit die auch wieder irgendeinen Sinn hat. Und mein Freund steht hinter der Kamera, macht Wildgrimassen, anstatt einfach mal davor zu gehen. Was möchtest du davon? Das da. Und damit die jetzt halt überhaupt noch einen Nutzen hat, nehmen wir sie jetzt mal mit. Und genau, da fällt mir gerade ein, ich wollte heute auch mal Schnorchel- und Taucherbrille mitnehmen. Weil da gibt es zwar hier natürlich keinen Riff oder sowas direkt am Strand. Aber ich habe halt gesehen, dass trotzdem Fischis im Wasser sind, so braune und graue Fischis. Und da habe ich mal Lust, mir die anzugucken. Ich bin mal gespannt, wie das Wasser heute ist. Wir waren ja vor 2 Tagen zum ersten Mal hier richtig im Meer und am Meer. Und da war es einfach nur traumhaft, vor allem morgens, wenn Ebbe ist, weil man ewig weit reinlaufen konnte. Und jetzt gucke ich mal, wie es ist nach diesem Unwetter, was echt ganz schön über uns direkt getobt ist. Ob man da irgendwie jetzt sieht, dass das Meer viel aufgewühlter ist oder so. Aber wir schauen einfach mal, machen das Beste draus. So, ich hoffe, ich konnte heute ein paar gute Wasseraufnahmen für euch einfangen. Es war heute total bewölkt, was richtig gut war, weil man dann eben nicht mehr so einen extremen Sonnenbrand bekommt.
Allerdings war die See auch ganz schön aufgewühlt, also das Meer. Die Wellen waren noch härter als vor 2 Tagen, als wir drinnen waren. Und das Krasse ist, also einmal, dass die einen eben total umreißen. Und man kann natürlich drunter durchtauchen, was ich meistens gemacht habe. Aber durch die Ebbe war das Wasser einfach so flach. Also ich habe mich meistens schon reingesetzt, ja, aber in den meisten Fällen ging es mir lediglich bis zum Bauch oder so. Und wenn man dann eben versucht, drunter durchzutauchen, in der Regel habe ich wirklich auf dem Sand gelegen und habe trotzdem gemerkt, wie es über mir so extrem die Haare zerzaust hat und extrem über mich weggefegt ist wie so ein Tornado. Es hat natürlich mega Spaß gemacht, ist aber einfach super anstrengend. Also es kostet richtig viel Kraft und man hat danach so ein bisschen so ein Schleudertrauma. Ja, ich hatte dann auch mal versucht, noch ein bisschen zu surfen. Also ich hatte vor 2 Tagen schon mal erste Versuche gemacht und heute, es hat heute ein bisschen besser geklappt. Ich habe zweimal drauf so in der Hocke gesessen. Ich habe auch einmal tatsächlich gestanden. Nur wir hatten da nicht so Glück. Als ich es da probiert habe, wurden die Wellen immer kleiner. Und ja, man braucht halt schon eine Welle, die ein bisschen Schmackes hat. Ansonsten ist man einfach zu langsam, um richtig Schwung zu haben. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt noch einige Male probiere, könnte es tatsächlich klappen, dass ich es hinbekomme. Macht auf jeden Fall riesig Spaß. Ja, und genau, filmen konnten wir das nicht mehr, weil uns heute das Sicherheitsband des GoPro-Halters gerissen ist. Wir haben ja so einen Schwimmstab, so eine Schwimmhalterung und die kann man sich dann um das Handgelenk wickeln und das Ding ist dann heute gerissen. Und da war es dann einfach zu unsicher, weil ja, ich habe gesehen, wie die Wellen spülen und wenn es die da einmal die GoPro wegraut, dann ist es immer schwierig, die dann wiederzufinden und das Risiko wollten wir da einfach nicht eingehen. Noch was, was richtig toll war heute. Heute waren wieder ganz viele Hundis am Strand. Und der eine heißt Rainbow, der andere heißt Bomber. Und der dritte, dessen Namen ich leider nicht weiß, den habe ich dann dazu überreden können, bei mir auf die Liege zu hüpfen. Und dann hat er sich sofort dazu mir gelegt und hat sich geschmusen lassen und mich abgeschnuppert. Und das war total schön und ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Und hat mich so ein bisschen die Katzen nicht vergessen lassen, aber war so ein kleiner Schmuseersatz dafür. Und Freundschaft mit der Schnecke haben wir auch geschlossen und, ja. Und hier ist jetzt auch erstmal alles wieder trocken. Mal sehen, bewölkt ist es immer noch. Also die Sonne kam nicht mehr so richtig raus heute. Was aber ganz angenehm ist, man sieht es vielleicht, dass mein Gesicht nicht so total vor Schweiß schwimmt, sondern es heute tatsächlich mal erträglicher ist. Und jetzt haben wir unsere Wäsche zusammengesucht. Ich habe die ja die ganze Zeit mit einfach so einem Reisewaschgel gewaschen im Waschbecken. Aber es gibt einfach Flecken, die man per Hand echt super schwer rausbekommt. Vor allem, da wir hier kein heißes Wasser haben. Beziehungsweise ich könnte welches mit dem Wasserkocher heiß machen. Aber wir haben bis jetzt halt immer nur so lauwarm kalt gewaschen. Und gestern beim Italiener habe ich mir Ölflecken aufs T-Shirt gehauen. Und dann mein Tuch, was ich jetzt seit 4 Wochen benutze, sieht schon aus wie Sau. Und ja, das geben wir jetzt einmal in die Wäscherei. Mal gucken, was das kostet. Normal ist es nicht so teuer hier. Und dann haben wir auch einmal wieder saubere Klamotten. Ja. Und mal gucken, wo es heute zum Essen hingeht. Wir setzen uns jetzt gleich mal auf den Roller, erkunden noch ein bisschen die Stadt und wissen auch noch nicht, wo genau es uns hier nach verschlägt, was wir genau hiernach noch für Pläne haben. Gucken wir einfach mal. Ja, und ich hoffe, dass es bald wieder Videos gibt. Im Moment war ich viel zu faul, Videos zu schneiden. Ich habe aber eigentlich hier auch echt eine mega brüchige Internetverbindung. Schauen wir einfach mal, wie das wird.